Nein, komm nicht rein! Nein, ich will nicht! Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank, einen wunderschönen guten Abend. Das war wirklich eine sehr, sehr nette Begrüßung. Ich bin da richtig gerührt. Und ja, und ich freue mich, dass Sie so lieb zu mir sind. Ja, jetzt ist das so, ich bin also ja aus der DDR und fremd hier erstmal und musste mich erstmal umtun, weil es sind einige Sachen eben ganz anders als bei uns zu Hause. Was mich auch sehr interessiert hat, wer so der beliebteste Deutsche ist. Ja, bei uns ist das zum Beispiel, sind die Sachsen sehr beliebt und die Berliner erfreuen sich also auch wachsender Beliebtheit. Und ja, das wären also die, die bei uns so sehr beliebt sind. Jetzt hat mich interessiert, wer ist in der Bundesrepublik eigentlich so der beliebteste Deutsche? Und da bin ich auf die Straße gegangen und habe einfach mal gefragt. Oh, Karambolage. Kann ich mal kurz was fragen? Ja, was denn? Welcher Menschenschlag, welcher deutsche Menschenschlag ist dir am sympathischsten? Eigentlich, wer liegt dir am meisten? An die, die gut drauf sind. Der Bayer. Ja, der Berliner wohl, ne? Die Thüringer. Die Thüringer. Die Sachsen mehr oder weniger. Ich würde sagen, der Schwabe. Der Schwabe? Und warum der Schwabe? Nee, nicht der Schwabe. Sondern? Nee, der Bayer. Die Türken. Stuttgarter. Der Norddeutsche. Das sind die Süddeutschen. Johannes Rau. Also am aufrichtigsten so liegen mir die Bayern. Ja? Lieber. Der Thailänder. Der Thailänder? Richtig. Das ist aber Deutsche. Ja, der thailändische Deutsche. Der thailändische Deutsche. Ja, richtig. Tja, Sie haben es gehört, der thailändische Deutsche ist sehr beliebt und ich weiß, dass es noch viele andere beliebte Deutsche gibt. Drei habe ich heute Abend hier, sie sind garantiert beliebt. Der amerikanische Deutsche freut sich übrigens wachsender Beliebtheit auch, erfreut sich wachsender Beliebtheit. Wir haben heute einen hier, weil es ist ein wunderbarer Ron-Abend. Und wen kann man da anders einladen als Ron Williams? Alles klar, das war eine typisch amerikanische Begrüßung. Normalerweise haben die so Salinger-mäßig die Mütze noch zur Seite auf, ne? Und sagen immer noch, ey Mann, du bist stark, Mann, dass du in meiner Show bist, Mann, okay, Mann. So, gut. Unser zweiter Gast am heutigen Abend ist auch sehr, sehr beliebt, ich weiß das ganz genau. Sie ist mit Kölnisch Wasser getauft, stammt also aus einer Stadt, die Sie jetzt erraten können zum Beispiel. Na gut, also sie hat noch einen Dom, diese Stadt. Und es gibt mindestens, wenn nicht noch mehr, 1000 Familien Schmitz. Aber nur eine, ach, gibt's so, Tünnes und Scheel gibt's auch noch, aber nur eine. Na, was denn nur eine? Lotti Kregel, guten Abend! Hallo? Hallo? Herzlich willkommen. Genug. Hallo. Genießt das doch. Ist doch schön, genieß es doch einfach. Wir haben so wenig Sendezeit. Lotti, du hast gerade einen Film. Wo kommst du? Da kommst du gerade her? Ja, ich drehe einen Film. Regie hat Sigi Rothemund und mit Hans-Jörg Femis und, und Krimi und Gudrun Landgräbe. Und ich spiele, wie soll ich das sagen? Ich spiele die Chefin eines zweideutigen Etablissements. Ach so, was? Also eine Rotlichtmutter. Na gut, da reden wir dann nachher nochmal drüber, ne? Entschuldigung, der Film heißt Affäre Nachtfrost. Ist nicht wegen der Werbung, nur wegen der Reklame. Gut, ja. Lotti Kregel. Mein dritter Gast am heutigen Abend ist auch eine sehr charmante Frau. Sie kennen sie auch alle und sie haben sie auch alle sehr gerne. Das weiß ich auch ganz genau. Sie hat irgendwann mal gesagt, sie möchte eigentlich einen Landeplatz für Engel bauen. Ich hoffe, dass wir in unserer Sendung einen Landeplatz für Engel haben, nämlich den da, dass sie sich jetzt darüber freut. Guten Abend, Cleo Kretschmer. Ich gebe dir jetzt gleich meinen Arm, ich freue mich, dass du da bist. Und wir gehen ja zusammen an den Platz, ganz locker, zu meiner Art ist. So. Hoi, das haben wir ja schon getroffen. Ja, oh Mann. Ja, sag mal, mit den Engeln, mit dem Landeplatz der Engel, gefällt dir der Landeplatz hier? Gefällt mir sehr gut, ist wunderbar. Ja, ist richtig schön. Sag mal, Engel gibt es die eigentlich? Natürlich gibt es Engel, das weiß doch jedes Kind. Ach so, ja, wie sehen dann die aus, so wie Ron oder wie Ein Engel kann jede beliebige Form annehmen.
Ja. Ach, das ist ja nicht gesagt. Aber sie machen immer, sie erscheinen immer in einer Form irgendwie, dass sich die Leute nicht davor fürchten. Aha. Ja. Also wenn sie sich einen Engel mit Flügeln vorstellen, dann kommt er mit Flügel. Wenn sie sich den Engel so vorstellen wie Ron, dann kommt er eben so wie er. Kommt er so wie Ron, ja. Gut. Wenn sie viele gute Gedanken haben, dann haben sie auch einen Engel in sich. In Bayern habe ich bis jetzt keine getroffen. Ich habe ja vorhin eine Umfrage gestartet, da ging es... ging es um den beliebtesten Deutschen. Ja? Und jetzt würde euch bestimmt auch mal interessieren, diese Umfrage, die wir gemacht haben, war natürlich nicht repräsentativ. Wir haben also den thailändischen Dings und so, das ist natürlich nicht in Ordnung. Aber jetzt raten Sie noch mal oder ratet ihr mal, wer der beliebteste Deutsche ist. Oder ich mache es ganz kurz, ich sage es einfach, nämlich der Bayer. Okay. Ja, der Bayer ist der beliebteste Deutsche. Zweitbeliebte sind die Rheinländer, also in Bayern haben wir erstmal hier. Ne? Also Bayern richtig, muss richtig. Bayern, dass wir so viele Berge haben. Urviech. Ja, ein richtiges. Und zweitbeliebten sind die Rheinländer. Natürlich, Kölle, Alaaf. Rheinländer, Alaaf, Kölle. Und die amerikanischen Deutschen, die also wir könnten jetzt vielleicht mal Schwaben sind, nämlich die drittbeliebtesten. Ja. Ja, du stammst ja eigentlich aus Kalifornien, aber du warst ja mal in Stuttgart. Kurz Schwabe in Stuttgart. Schwaben, ja, du kannst auch Schwäbisch so... Kannst du mal ein Stück? Schafe, Häuslebauer. Katz verkaufe selbe Mause, Hund verkaufe selbe Bälle, Reitsterbe. An vierter Stelle kommen, wir Berliner. Was? Ah, ja? Da klatscht gar keiner, was? Ja, weil wir sind auch hin und wieder sehr nett. Wir haben diesen sogenannten Brachialcharme. Ja, die Letzten werden die Ersten sein wollen. Ja. Bremen? Ja, steht schon Bremen, ja, steht hier nicht so drin. Aber kann man vielleicht noch... Bestimmt, naja, also Bremen wird wahrscheinlich, die haben da auch vielleicht hier gar nicht gefragt oder was, jetzt werden wir noch klären. Ja, jetzt geht es also in unserer Sendung ja um Gegenstände, um ungewöhnliche Gegenstände. Und dass Sie also auch uns jetzt ganz genau beobachten, dass meine Gäste werden Ihnen also verschiedene Funktionen dazu verraten. Und zum Beispiel haben wir also hier unseren ersten ungewöhnlichen Gegenstand heute Abend. Das ist also dieses wunderschöne Gerät hier. Da, ich halte es mal ganz ruhig, drehe es mal so langsam so um. So sieht es also aus. Und damit kann man ja nur ganz bestimmte Sachen machen oder auch nicht. Ich weiß, jedenfalls ist das... Ja, Cleo, du hast also schon richtig... Vorschlag, würdest du uns das bitte mal zeigen, wie deine Meinung davon ist oder was du meinst? Was, obwohl ich sagen muss irgendwie, dass ich auf den Hersteller von diesem Gerät ganz schön sauer bin. Weil, also ich backe ja jedes Wochenende zu Hause einen Kuchen, meist einen Gugelhupf. Und damit der Gugelhupf richtig schön ist, muss man natürlich Puderzucker drüber tun. Und es gibt immer eine riesige Schweinerei, sehen Sie ja selber. Also bin ich letzte Woche ins Kaufhaus gegangen und habe gefragt, ob es da nicht vielleicht irgendwie so ein Gerät gäbe, dass das weniger Schweinerei gibt. Und da hat mir die Verkäuferin dieses Ding hier angedreht. Und sie hat gemeint, also das ist mit Batterie, es ist ein Jahr Garantie drauf und da kann einem sowas einfach nicht passieren. Das braucht man nämlich nur einschütten, drüber halten und dann würde das von ganz alleine funktionieren. Tut's aber nicht, man muss es nämlich auch schütteln. Und dann habe ich mich entschlossen, also ich bring's zurück, weil ein Jahr Garantie ist ja drauf, weil die alte Methode irgendwie macht auch nicht weniger Dreck. So, ganz interessant. Cleo sagt, es war ein Zuckerstreuer, mit dem die Kamera Zucker streuen, ist ja irgendwie, leuchtet mir ein, macht mir Zucker hier so rein, streut mir hier so rüber. Was sagt ihr dazu? Zuckerstreuer? Ja, für mich. Ja, sieht eher aus wie ein Brusthaarrasierer. Brusthaarrasierer? Au! Tut aber weh. Dann muss ich den wohl schon mal benutzt haben. Natürlich habe ich Haare auf der Brust. Leg rein. Nicht nur. Wollen wir heute nicht mehr sehen, ne? Kopf. Ja. Was meinst du, Lotti, was ist das? Was, du hast eine ganz andere Meinung davon. Ja, ist ganz klar. Also, ist ganz klar sogar, ja? Ja. Was ich hier habe, meine Damen und Herren, darauf habe ich jahrelang gewartet. Also Hundebesitzer kennen das Elend. Meine Annabelle hat sich mal wieder Flöhe eingefangen. Kratzt sich hier und kratzt sich da. Kratzt sich ganz wund, das arme Viech. Also, Sie glauben ja gar nicht, was ich früher mit dem alles angestellt habe. Ich habe den stundenlang in die Badewanne gestellt. Aber das hat ja keinen Zweck. Ich glaube, Hundeflöhe können schwimmen. Ja, und dann all die vielen Sprays, ne? Psst, psst, immer rauf. Aber das dürfen wir ja heute gar nicht mehr verwenden, wegen dem Ozonloch. Och, ich danke dem Erfinder für dieses neue Gerät. Denn jetzt habe ich wirklich keine Probleme mehr mit den Hundeflöhen. Und ich führe Ihnen das jetzt mal vor, damit Sie sehen, dass ich wirklich einen Hund habe. Rufe ich den erstmal. Annabelle! Komm!
Komm zu Frauchen. Psst. Komm, guck mal, was ich hier hab. Komm, komm. Komm, Annabel. Bist aber heute müde. Komm mal her. Also, wenn er nicht kommt, dann müssen Sie einfach hingehen und ihn holen. Ne? Ist doch klar. Guck mal hier, was ich hier hab. Komm, komm, Annabel. Komm. Komm, Platz. 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 So. So ist das brav. Guck mal, da ist doch die Kamera. Guck mal, du hast doch so einen fotogenen Kopf. Also passen Sie auf. Erstmal stellen Sie das Gerät ein. Können Sie hören? Das arbeitet auf einer extra hundefreundlichen Frequenz. Kann man... Nee, wirklich, das kann man mit dem menschlichen Gehör gar nicht so feststellen, ne? Komm mal her, Annabel. Platz. Und dann fahren Sie mit dem Gerät ganz langsam durch das Fell. Bis Sie einen von dem Flohen... von dem Floh erwischt haben, ne? Also wir wollen die Annabel jetzt nicht weiter quälen, der hat im Moment keine Flöhe. Ich kann das auch so vorführen. Die Flöhe werden nämlich hier angesaugt und fallen dann automatisch in diese Klarsichtbox rein. Naja, und dann haben sie ihn und dann können sie damit zum Apotheker, ne? Denn Sie wissen ja gar nicht, was das für eine Art von Flöhen ist. Ne? Der guckt sich das Viech an und erkennt sofort, um welche Art von Hundeflöhen es sich dabei handelt. Ne? Und verschreibt Ihnen dann ein Mittel oder gibt Ihnen gleich was mit. Und dann pudern Sie den Hund ein bisschen ein und schon ist er seine Hundeflöhe los. Und da freut sich nicht nur die ganze Familie, sondern vor allem Ihr vierbeiniger Liebling. Ne? Denn der hat in Zukunft ganz schnell keine Hundeflöhe mehr. Vielen Dank, Lotti Krieger. Sie meint, dass man damit also Hundeflöhe beseitigen kann. Ja, das hört sich also alles ganz gut an. Kann ich mir auch vorstellen. Hundeflöhe, was meint ihr dazu? Also Hundeflöhe beseitigen? Kann irgendwie nur ein Hundeliebhaber ja, verstehen, Quatsch, was das für Qualen Quatsch, sind. Ja. Quatsch. Ich glaube, dass ein Hund, Stoffhund immer gleich wegbeißt, hat mich voll verwundert. Man merkt gleich, dass der keine Hunde hat. Ja, ich habe drei Stück. Drei Stück und die haben nie Flöhe. Nie Flöhe. Nie Flöhe. So ein Gerät würde ich nie benutzen. Ja, ja, aber ich meine, das Gerät irgendwie reißt dem Hund das Fell mit raus. Ja, und für deine Katzen könnte man das auch nicht machen. Ja, aber wenn man sie mit einer Drahtbürste sucht oder so, die Flöhe, die leiden doch, das ist doch zu... Die gehen kaputt, die werden zermanscht. Ron! Ron! Mein Herz für die Flöhe! Also... Knauchmenschen, Tiere. Flöhe, Knauchtiere, genau. Das ist wahr. Können mir glauben, ich würde niemals einem Floh was zuleide tun. Hier sind die Löcher so groß, da passen 10 Flöhe rein. Aber kein Luft, die ersticken da drin. So, mit denen können Sie hinterher einen Zirkus Ron, du hast ein Floh für ein Flohzeug. Das ist auch gut. Ja. Du hast eine völlig andere Meinung. Jawohl. Und da sind wir jetzt ganz die gespannt, richtig, die zu hören. Richtig, die wer weiß. Leiden Sie unter Fummel? Fussel? Fummel? Fussel auf Ihrem Fummel? Fussel auf Ihrem Fummel? Leiden Sie unter okay, ist alles klar. Fussel, Sie wissen, was Fussel... Fussel, 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 nicht Fussel. Wissen Sie, wie gefährlich Fussel sein können? Was Fussel alles anrichten kann? Der Fussel kann eine Ehe zerstören. Junge Liebe kaputt machen. Karriere zum Abstürzen bringen. Fussel kann sogar auf höchster politischer Ebene, diplomatischer Ebene, Staatsverträge gefährden. Der Fussel ist sehr gefährlich halt. Heutzutage achtet man sehr auf Fussel. Warum? Weil der Fussel lenkt vom Wesentlichen ab. Der Fussel signalisiert gleich Dreck, Unordnung, ungepflegt sein, Chaos. Die Grünen haben Fussel. Deshalb Kampf dem Fussel. Und die Amerikaner sind zur Rettung geritten und sind da. Wer sonst? Wenn uns Amerika, wenn wir nicht da wären, wir Amis, was würden die? Was wir würden Deutschland wäre doch. Entschuldigung. So, hier ist das Gerät. Das ist die Wahrheit. Hier ist das Gerät. Das ist er. Der Fusselfresser. Zu Deutsch Kleidungssauger. Ja. Ganz einfach. Anschalten und Chef. Er frisst. Er frisst. Und glauben Sie mir, dieses Gerät hat schon inzwischen halb Amerika schon fusselfrei gefressen. Der ist unersättlich, nicht? So, das war's. So, merken Sie das. Sagen Sie Nein zu Fussel, Ja zu Ihrem Fusselfresser. Dankeschön. Das haben wir nur noch gut
Appetit sagen. Also, ich meine, insofern hast du recht, Frau, wenn man überlegt, was ein Scheidungsanwalt kostet, da ist das ja, ja geradezu preiswert. So, jetzt ist also an Ihnen, wir würden uns jetzt sehr freuen, wenn Sie sich jetzt entscheiden würden, wer hatte denn nur recht? Und da fangen wir vorne an bei Cleo Kretschmer. Cleo hat gesagt, dass man mit diesem Ding also wunderbar Puderzucker über seinen Kugelhupfe... Es funktioniert beschissen, habe ich gesagt. Es funktioniert also nicht so gut, aber... Was hast du gesagt? Es funktioniert nicht so richtig. Dankeschön. Ach, es funktioniert. Also Cleo meinte, es funktioniert nicht so richtig. Also man kann, aber es ist dafür da, dass man Puderzucker über seinen Kugelhupf oder wie der Kugelhupf da heißen mag, auch immer streut. Ne? Und wer meint, dass das richtig ist, drückt jetzt bitte sein Knöpfchen, sein eigenes. Alles gedrückt? Gut. So, jetzt wollen wir wissen, wer von Ihrer Meinung nach Lotti Krekel recht gibt, dass man mit dem Ding also seinen Hund flohfrei machen kann. Wie wir das an Annabel gesehen haben vorhin, der drückt bitte jetzt seinen Knopf. Ich sehe kaum einen drücken. Die drücken hier alle heimlich. Man kann ja auch heimlich drücken, ne? Muss nicht so jeder sehen, wenn man drückt, ne? So, Ron Williams ist jetzt an der Reihe. Wenn Sie der Meinung sind, dass man damit Fussel fressen kann, Fussel saugen kann, Fussel wegsaugen kann, Ehen retten kann, dann... Dann bitte drücken, ja? Bitte jetzt drücken. Positionswechsel. Ja, da sind wir jetzt an unserer Anzeigetafel. Wir sind alle sehr gespannt, was das also jetzt hier wird. Deswegen sehen wir das jetzt, wie das hier steigt, steigt, steigt und nochmals steigt und steigt und immer wieder steigt und überhaupt nicht mehr aufhört zu steigen. Na, sag mal, wie hast du das gemacht? Ich möchte wissen, wie viel Prozent sind das? Das sind 77% Ihrer Meinung, also im Publikum sind der Meinung, dass das ein Fusselsauger, ein Fusselfresser ist. 12% sind der Meinung, dass man damit seinen Google-Hof bestreuen kann. Und 11% sind der Meinung, dass man damit praktisch seinen Hund entflohen kann. So, jetzt bitte ich also, dass diese Punkte nach oben gerechnet werden. So, das ist also, die Prozentzahlen sind gleich immer Punkte für uns heute Abend. Und wir müssen gleich mal unseren Punkt schwächsten vor... Och, Lotti. Ja, ich bin auch schon ganz traurig. Na gut, da kommen wir aber später zu. Jetzt müssen wir erstmal auflösen. Wahrscheinlich sind Sie jetzt sehr interessiert daran zu erfahren, wie das Ding nur funktioniert, richtig? Und ich kann es ganz kurz machen. Es ist wirklich ein Fusselfresser. Dankeschön. Die Amerikaner lügen selten. Ja, Ron Williams ist natürlich jetzt sehr gelassen, was ich verstehen kann. Wir machen jetzt also für unseren Punkt schwachen Lotti, wir müssen dir jetzt unter die Arme greifen, Sie machen das bestimmt gerne. Ich habe hier ein neues Gerät, jetzt kommt es auf Sie an, schauen Sie sich das bitte ganz genau an. So, wir fahren mal etwas nah ran, ich drehe es auch nochmal. Um dieses Gerät geht es jetzt bei unserem Publikumsspiel, bei unserem Zusatzspiel und Sie können, wenn Sie das richtig rausbekommen, für Lotti 25 Punkte rausschlagen. Immerhin, ne? Also nur strengen Sie sich mal ein bisschen an. Ja. Zu diesem Zweck schauen wir uns einen Film an, weil wir einen kleinen Beitrag gedreht haben, um Ihnen also einige Anregungen zu geben. Leider Gottes stimmt also nicht eine einzige Aussage. Können Sie mir sagen, wenn Sie dieses Ding hier sehen, was das ist? Was würden Sie sich darunter vorstellen? Ich könnte mir garantiert verraten, was das ist. Nein, das möchte ich nicht verraten. Ich möchte, dass Sie das rausbekommen. Soll ich Ihre Blumen halten? Dann können Sie es mal befühlen. Hab ich doch. Geht schon, ja? Ah gut, ja. Was meinen Sie, was ist das? Irgendein Scherzartikel. Nein, ein Scherzartikel ist es nicht. Man kann damit richtig was Sinnvolles tun. Hm. Tja. Erstaunliche Konstruktion. Hier wird gedrückt und da schießt er nach vorne. Könnte eine Verklammerung sein oder so. Verklammerung? Für was? Ja, für alles Mögliche. Ob Sie Teppich an den Boden festklammern wollen oder... Ja, aha. Nein. Oder Zahnpasta-Portionierer. Vielleicht von Beate Use, so ein neues, Beate Use. So ein neues Ding hier. Was zum Schärfen? Zum Schärfen? Ja. Was meinen Sie, was man damit schärfen kann? Rasierklingen. Das könnte vielleicht die Bleistiftzahl sein. Rauf und runter. Wo kommt der Bleistift rein? Ja, eben, ich suche ja die Öffnung. Ja. Was mit... Was reinschieben oder irgendwas. Was reinschieben? Mit Drucken oder irgend sowas. Ja. Oder Handdrucker oder sowas ähnliches. Oder? Drücken kann man da erstmal. Das ist ganz, ganz eindeutig. Da bewegt was sich ist dann denn was. Hier oben denn für eine komische Platte da? Ja, die verschiebt sich. Ist das was mit Solarzelle drin, ne? Geld höchstens rein. Geld, der Geld passt rein? Da oben. Und was dann? Ja, und dann fällt es da durch. Ja. Und dann? Es ist weg. Es ist weg. Ja. Vielleicht, wenn man seine Maus verprügeln will, kommt man zum Kasten rein, wo immer... Eine Maus verprügeln? Ja, klar. Wie soll das gehen? Ja, ganz einfach. Hier kommt so ein Kasten rein, da rein die Maus und dann immer schön prügeln. Da kann man eine Maus mit verprügeln.
Was sagen Sie, was kann man damit für Auseinandermaus noch verprügeln? Nee, aber jetzt mal im Ernst, was ist das eigentlich? Was würden Sie sagen, was das ist? Nur mal schnell. Keine Ahnung. Irgendein Tipp? Gar nicht. Gut, nee, dann gehe ich gleich mal weiter. Sag du mal, was ist das? Guck's dir mal an. Eine Pfeffermühle. Aber das ist ja toll, das ist richtig. Da kriegst du jetzt einen riesen Applaus und Lotti bekommt 25 Punkte. Mal deine beiden Hände aufhalten. Wir wollen das natürlich auch probieren. Wir wollen das zeigen, dass das richtig geht. Wir wollen ja nicht schummeln hier in der Sendung. Machen wir deine Hände so auseinander, so dass man so aufhalten, nicht? Die Hände so, dass man das sehen kann. Oh, ein Fussel aus meiner Hose, müssen wir einen Fusselverschwender hier noch. Dann machen wir so. Also so, jetzt kommt der Pfeffer raus. Pfeffer. Noch, machst du noch ein bisschen mehr Pfeffer? So, ein bisschen Pfeffer noch. Mach's nicht mehr jetzt, ne? Gut, dann höre ich auf. Und jetzt noch, damit es auch richtig gut schmeckt, noch ein bisschen Salz dazu. Guten Appetit, ja? Oh, alles klar. Danke. Lotti lächelt ganz glücklich, sie hat 25 Punkte mehr, ganz toll. So, wir machen jetzt weiter mit unserem nächsten Gegenstand. Ron Williams ist schon ganz fiebrig darauf, Ihnen das jetzt vorzustellen. Das ist wirklich echt interessant. Ron Williams. Meine Damen, Sie wissen, wie peinlich es sein kann beim, naja, wenn Sie so öffentlich so eine Art Bumserei veranstalten müssen im Verkehr, Autoverkehr, beim Einparken, nicht? Das ist schon peinlich, gell? Das muss nicht sein. Und seit 1900, jetzt, wann war das? 87, die Amerikaner haben dran gearbeitet. Das Ding ist jetzt fertig. Das hier ist ein Prototyp. Ich gebe zu, das schaut nicht so aus später. So ein Prototyp zum Demonstrationszwecke. Das hier ist the Bumper Screamer in Englisch. Auf Deutsch, so Deutsch, das heißt so Auto-Anstoß-Warngerät, sowas ähnliches. Nun, dieses Ding hier wird eingebaut später in den Stoßstangen von General Motors, Oldsmobile, Chevrolet, Cadillac, Buick etc. Und das Ding hat hier drin so kleine Elektroden, so Sensoren, die verursachen im Autoinneren so eine Art hoher Ton, so eine akustische Ton. Und dieses Ton warnt millimetergenau, wie weit man ist vom nächsten Auto. Das heißt, wenn Sie sagen, und das geht so ungefähr so, von unten nach oben der Ton, man muss ein bisschen musikalisch sein. Weiß man, umso höher der Ton, umso näher das Objekt ist, hinten oder vorne. Vorne und hinten zu gebrauchen, meine Damen. So, das Gerät. So, meine Damen und Herren, ich möchte jetzt sagen, dieses Gerät hier ist einmalig und nach dem Motto haben wir es produziert, Safer Parking ohne Berührungsängste mit Ihren Bumper Screamer. Made in USA. So. Ja. Was sagt ihr beiden denn dazu? Was kann man denn mit dem Ding, also nee, also wenn das und safer parken? Wenn das wirklich so ein Warnding wäre, ne, ja. Dann wäre doch, ist doch heute so klein, das ist doch mit Chips. Na, ja, sagt er, ist ein Prototyp erstmal. Ein Prototyp, das muss man doch sehen, das wird ein bisschen kleiner. Das muss halt doch nicht so ein Kratzhannes sein. Das ist... Lotte. Ja, das ist für große Autos erstmal, ne? Also, naja, okay. Aber Cleo, du hast eine... Es ist was viel Tolleres. Es ist was wirklich Geniales. Und ich bin so glücklich, dass es endlich erfunden wurde. Weil, also erstens habe ich immer unheimlich wenig Zeit. Und zweitens lebe ich ja auch alleine und will nicht immer irgendwie den großen Herd anschalten, wenn ich mir mal schnell was zum Kochen machen will, zum Essen machen will. Und das hier ist eine Tischmikrowelle. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz toll. Sie müssen es nur richtig anwenden. Also Sie halten es genau in der Mitte drüber, schalten es ein und dann eine Sekündchen später fängt das Essen also schon zu dampfen an. Sie können es zu sich nehmen. Allerdings müssen Sie hinterher aufpassen, weil es ist sehr heiß, also Sie können sich leicht verbrennen. Und Sie müssen es auch immer abschalten, weil sonst brennt es Ihnen nämlich vielleicht Löcher in die Wände. Also Vorsicht damit. Ja, ich dachte immer mit, wenn es halt kalte Hitze. Hm? Kalte Hitze, ja. Ja, das brennt ja nicht. Ist zwar eine super Idee, aber so ging das Ding nie durch den TÜV. Nein. Man muss ausschalten, wenn man es so hinlegt, dass kein Loch irgendwo in die Wand brennt. Ja, also. Aber gar nicht so schlecht eigentlich. Naja, wir werden das. Sie müssen das nachher sowieso selber entscheiden. Lotti, du denkst darüber absolut anders. Also, was ich Ihnen jetzt sage, das dürfen Sie glauben. Sie dürfen mir nämlich gratulieren, meine Damen und Herren. Ich bin seit kurzem das Maskottchen der Torjäger von Köln-Nippes. Hm? Und soll ich Ihnen mal verraten, wie das gekommen ist? Moment, das Ding, das hält nicht. Also passen Sie auf.
Seit ich hier dieses Gerät entdeckt habe, sind die Jungs nämlich aufgestiegen, ne? Von der dritten in die zweite Kreisklasse. Ja, die trainieren aber auch hart, ne? Sonntags Kirche, montags Kölsch trinken, dienstags Kegeln, mittwochs Skat und donnerstags müssen sie das Ganze noch mal bei einem Bier besprechen. Am Freitag trainieren sie dann wirklich fürs nächste Spiel. Aber nun das Wichtigste. Seit ich denen hier dieses Gerät geschenkt habe, ne, hat in unserer Mannschaft jeder Spieler seinen ganz persönlichen Masseur. Der steht Tag und Nacht Gewehr bei Fuß, immer einsatzbereit. Das geht so, passen Sie mal auf, ganz einfach. Den Stecker hier in die Steckdose. Ach, weißt du was, Wolfgang, komm doch mal her. Ich muss das mal wirklich an einem lebenden Muster demonstrieren. Naja, also... Zeig mir doch mal deine herrlichen Waden. Oh, wirklich? Komm mal her, jetzt können wir was erleben. Jetzt hier vor allen Leuten? Komm mal hier vor. Na gut, welche denn? Also, welche möchtest du denn haben? Such dir die Wade aus. Gut, also ich entscheide mich heute ausnahmsweise für die Rechte. Oh, nimm die Rechte. Na, gucken Sie mal hier, der hat das aber nötig, ne? Und so was Behaartes. Jetzt gehen Sie ganz langsam drüber, dann lockert sich ja, das schön. Ganze. Das oh, ist nämlich Mann. Ein Wadenmasseur. Ja, übrigens, schön. Kann ich mein Bein wieder runternehmen? Können Sie. Danke. Ja, kannst auch wieder oh, alles ohne Mann. Das Ding können Sie kaufen. Leider noch nicht bei uns in Deutschland, wie immer nur in Amerika. Aber seit es dieses Ding hier gibt, na, ich sag euch, mindestens in 6 Jahren sind wir in der Bundesliga, ne? Und für den Fall hat uns unser Vereinspräsident einen echten Masseur versprochen. Aber bis dahin kommen wir mit dem Ding auch ganz gut zurecht. 1:0 für den Wadenmasseur, 1:0 für die Torjäger von Köln-Nippes. Komm, Baby. Funktioniert irgendwie so komisch. Meine Wade ist so verkrampft jetzt plötzlich. Ja, das ist kein Wunder, gewöhnt. Locker wie immer. Aber mit den Haaren war ich selber erstaunt, die waren gestern noch gar nicht dran. Toll gespielt, aber ein Quatsch, ein Quatsch. So, ja, jetzt wird es wieder spannend, Wir sind sehr neugierig, wie Sie sich entscheiden werden jetzt bei Ihrer Abstimmung, weil die wird echt kompliziert, ne? Ja, also Cleo meinte, dass man da eine Tischmikrowelle, die ist wunderbar mit aufs Hotel zu nehmen, kann man unterwegs mit arbeiten. Wer der Meinung ist, dass das richtig ist, der müsste jetzt bitte drücken. Ja, jetzt geht's also weiter. Lotti war der Meinung, dass man sich damit seine Waden locker massieren kann. Warum auch nicht? Wer der Meinung ist, dass das richtig ist, der müsste jetzt auf sein schwarzes Knöpfchen drücken. Tja, Ron Williams, der Retter aus Amerika, behauptete, dass man damit also den Abstand zwischen PKWs so irgendwie ordnen kann. Ein Abstandswarner, oh Mann. So, wer der Meinung ist, dass das richtig ist, eine tolle Idee, finde ich, der kann jetzt auf seinen Knopf drücken. Muss er sogar. Gut, ich stehe richtig. Ja, jetzt kommen wir zur Auswertung. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich wirklich gespannt. So, Lotti liegt vorne. Lotti mit dem vernünftigen Gedanken, dass man Waden damit heilen kann, liegt vorne. Jetzt möchte ich bitte die Prozente mal da oben sehen. 62% im Saal sind der Meinung, dass Lotti Kregel recht hat, dass man damit die Waden massieren kann. 21% meinen, dass man Abstandswarner, ist doch ein ganz gutes Ergebnis eigentlich. Und 15% meinen, dass man damit seine... nicht immer den großen Herd eben anschalten muss, ne? Also die schalten doch lieber dann wohl den größeren Herd an. Bitte mal die Zahlen nach oben. Ich glaub, keiner was. Vielen Dank, wir haben 98. Und Cleo hat 27 Punkte, muss also jetzt, dass Sie vielleicht ein bisschen unter die Arme greifen. Aber jetzt möchten Sie bestimmt erstmal wissen, was ist es denn nun wirklich? Nicht? Ja, ist immer wieder spannend, der Moment, ne? Es ich glaube, das Publikum ist gar nicht so dumm, wie man meint. Ja, das meine ich ja auch nicht, aber ich meine, das waren ja gute Storys irgendwo. Ja? Abstandswarner, Tischmikrowelle, so. Also wir probieren es mal aus, ja. Macht's mal einfach an. Es ist ein Massagestab, Sie hatten schon recht. Ja. Warten Sie auf, jetzt wird's spannend. Oh. Aber es vibriert wirklich und Sie hatten vollkommen recht, es ist ein Masseur. Wow. Ich schon wieder, nein. Nein, ich will ja auch gar nicht mehr an ihn rangehen. Aber wenn Sie das jetzt fühlen können, das vibriert ganz schön. Ja. Aber komm mal her, von deinen Waden haben wir noch nichts. Oh. Aber nur die Waden, nur die Waden. Ich habe es wieder ausgemacht, ehe das hier zu weit ja, wir lassen euch jetzt ein bisschen alleine. Wir müssen jetzt hier weitermachen. Also Cleo muss unbedingt geholfen werden, finde ich. Und deswegen habe ich hier schon wieder ein neues Gerät. Bitte, ich zeige es mal hier so in die Kamera. Schauen Sie mal hin, was könnte das sein? Wir haben Ihnen wieder einen Film zusammengestellt, bieten Ihnen also wieder ein paar Möglichkeiten an. Wieder muss ich sagen, dass leider keine richtig ist von denen. Aber viel Spaß, ne?
Hallo? Guten Tag. Tagchen. Ich habe mal eine Frage. Können Sie mal ein Stück Meter rauskommen ins Licht? Ja? Eine Frage nur. Was meinen Sie, was ist das für ein Ding? Lass mal sehen. Mensch. Kann ich ja nicht sagen. Irgendwo. Oh, raten Sie mal. Ja, klar. Eine Kamera anschließend wie. Ein was? Ja, mein Gott. Sieht aus wie eine. Nee, eine Diesel ist das auch nicht. Sieht aus wie so ein Bleistiftanspitzer. Wie ein Bleistiftanspitzer. Hm. Ist das ein Feuerzeug, oder? Ja, also auf keinen Fall ein Feuerzeug. Nein, Feuerzeug nicht. Nein. Also ich würde sagen, ein Anspitzer oder eine Mine oder. Oh Gott. Oh Gott. Was soll das denn sein? Kann was sein, kann auch gar nichts sein. Verlängerte Kantstraße. Ja. Und zwar über die. Ist ja die Bundesallee noch da? Da drüber weg, wo der Überbogen ist. Ja. Ja? Und da ist es ein Waffengeschäft. Ach Quatsch, das im, Ding? In diesem, im Waffengeschäft? Im Waffengeschäft kriegen Sie dieses Ding. Habe ich schon zwei Stück. Tja, technisch unbegabt. Könnte ich nicht sagen, was das ist. Einfach warten. Warte nur mal. Echt? Nee. Oh, Schalter ist es nicht. Peter, danke, Sie haben schon mit weggenommen. Wüsste ich nicht. Ich sage Ihnen, wann grün ist. Ein was? Ich sage Ihnen, wann grün ist, meine ich, dass Sie nichts verpassen. Jetzt ist grün, danke. Tschüss. Jetzt war grün. Ja, jetzt war grün, er konnte endlich losfahren. Er hat es auch leider nicht rausbekommen. Ja, kannst du mal ein bisschen rumhalten? Was meinen Sie, was ist Darf das? Ich mal ja, aber gerne. Wie gesagt, im Waffengeschäft hat er gleich Nein, zwei Stück Waffengeschäft. Davon. Nein, Waffengeschäft nicht. Was würden Sie sagen, was ist das? Ja. Zigarrenabschneider. Zigarrenabschneider? Nein, so dünne. Nein. Aber da ich immer Schwierigkeiten habe mit Haare in der Nase, könnte ich mir vorstellen, dass man ja. Haare abschneiden kann. Wunderbar, das ist richtig. Applaus. Kann man es mal kurz probieren? Ja, geht, ja? Wunderbar, ja. Ja, geht das? So, ja. Ich schenke sie Ihnen, ich meine, Sie müssen es ja irgendwie haben, nicht? Wenn ja, Sie Probleme mit Nasenhaaren haben, dann würde ich mich freuen, wenn Sie es nehmen. Nehmen Sie es bitte? Ja, natürlich. Gut, danke schön. Prima, er hat es genommen. Super. Keine Probleme mit Nasenhaaren. So ein glücklicher Mensch unter uns. So. Ja. Ron Williams hat sich schon wieder was Neues ausgedacht. Ich finde es sehr interessant. Sie sollten ganz genau aufpassen. Bitte sehr, Ron Williams. Ladies and Gentlemen, Michael Dukakis ist ein Esel. George Bush ist ein Elefant. Das kann er sagen, Herr Präsident, denn das sind keine Beleidigungen. Das sind Feststellungen. Denn diese beiden Tiere sind die offiziellen Symbole der beiden politischen Parteien Amerikas. Die Demokraten, die Liberalen, sind die Esel, die Konservativen, die Elefanten. Rein Zufälligkeiten in Bonn sind rein zufällig, nicht? Das kommt. Okay. Die liebenswerte Gattin des Präsidenten, Nancy Reagan, wir kennen sie alle, diese schöne Frau da in Washington, hat wahrscheinlich, ohne es zu wissen, oder doch, weil sie guckt dauernd in die Stirn, das kann sein, diese Wahl schon entschieden. Und zwar für George Bush. Denn sie hatte jahrelang, das weiß man jetzt inzwischen, jahrelang im Weißen Haus ein Hobby gehabt, und zwar das Basteln von kleinen Handpuppen. Nicht? So ein Hobby, Zeitvertrieb treibt. Und der Ronny hat sich verliebt in einen, ihr lieben Gatte. Und man sagt, er hätte mit diesem Ding, dieses Tier, jede Nacht gespielt. Das heißt, bevor er ins Bettchen ging. Das war so ein kleines Elefantin wie das, hier mit so einem Riesenrüssel. Er hat mit diesen Rüssel, mit diesen Elefanten gespielt, immer um sich zu entspannen. Nicht? Hart, nicht Präsidenten spielen dauernd, das ist schon anstrengend. Nicht? Und es ist voll. Moment, ja, spielt aber nicht schlecht. Ja. So, exakt dieses Tierchen von seiner Frau, von seiner Gattin, nicht diese, sondern eine davor, der Urmodell, hat George Bush auf eine Wahnsinnsidee gebracht, seine Vize. Er ließ dieses Tierchen millionenfach nachmachen, kopieren. Und das Ding läuft in Amerika jetzt als Wahlschlager, als so eine Art, wie sagt man, so ein Wahlkampf-Maskottchen für die Republikaner. Er heißt Georgie Fund, nach George Bush. Und das läuft so gut, dass die Kinder Amerikas mit ihrer Liebe zu diesen Tierchen, wie bei Alf und E.T. und so weiter, die Eltern dazu treiben, den Georgie zu wählen. Ist das nicht clever? Das ist amerikanisch, nicht? Jetzt, was sagt unser alten Freund Ronny dazu? Wenn er hier wäre, würde er sagen sowas. Fellow Americans, friends,
wählen Sie bitte meinen Freund Georgie Fant, George Bush zum Präsidenten. Okay, ja. Ja, das ist also eine Wahlkampfpuppe, ne? Ron Williams meint, dass es eine Wahlkampfpuppe ist. Die können das alles jetzt merken und so. Wir machen gleich weiter. Lotti, du bist jetzt zweite Mal Tante geworden. Echt? Und deswegen ganz also ich aktuell. Ich bin zum zweiten Mal Tante geworden. Ja. Meine erste Nichte, die heißt Miriam und ist 11 Jahre alt. Und das neue Kind heißt Kim Sarah und ist 10 Monate alt. Och, und die ist so süß, die Kleine. Och, also neulich war die eine ganze Woche bei mir. Das war toll. Meine Schwester, die musste für ein paar Tage verreisen wegen einer Rolle. Und da habe ich das Baby versorgt. Also Sie glauben gar nicht, das lernt man ganz schnell. Baby füttern, Baby Windel anlegen, Baby waschen, bisschen lieb halten, schmusen, Küsschen geben. Und einen Appetit hat die Kleine, Sie glauben es nicht. Kaum ist die von ihren süßen Babyträumen erwacht, dann geht das Gebrüll aber auch schon los. Da sollen Sie Tante Lotti mal sausen sehen, von oben runter in die Küche. Und dann das Wasser heiß gemacht und das Milchpulver rein und dann den Schnuller aufgeschraubt. Das dauert natürlich alles seine Zeit und dann müssen Sie schütteln und warten, bis das trinkwarm ist und verbrennt sich das kleine Liebchen ja noch den Mund. Ne? Und währenddessen schreit die Kleine natürlich und das tut mir immer so leid. Sagt mein Mann eines Tages, sag mal, warum machst du denn das Fläschchen nicht fertig, bevor die Kleine wach wird? Na ja, sag ich, weil es dann kalt wird. Und da kommt er eines Tages, gucken Sie mal, und bringt mir diesen Babyflaschenwärmer. Ist der nicht goldig? Der hat hier innen, gucken Sie mal, der hat hier innen ein ganz spezielles Isoliermaterial. Das hält das Fläschchen lange Zeit trinkwarm. Stülpen Sie einfach über, gucken Sie mal. Ist das nicht toll? Das ist eine ganz feine Sache. Das schont nämlich die Nerven der Mütter und macht die Babys zufriedener. Und hinterher, wenn das Fläschchen leer ist, dann können sie es auch noch zum Spielen gebrauchen. Ne? Da mache ich immer so. Nein, 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 meine kleine Süße. Nein, 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 nein. Wie machen Elefanten, Ron? Ja, also wenn ich so machen würde, wird das arme Baby ja schreiend weglaufen. Ja. Also wir werden sehen, wir werden auch klären, wie Elefanten machen werden und so. Cleo, du denkst da wieder völlig anders drüber. Also und du sagst uns das Gleiche, dass wir nicht so lange gespannt sein müssen. Ich sage natürlich jetzt als Einzige die Wahrheit, auch wenn es wirklich am unwahrscheinlichsten klingt. Weil dieser kleine Elefant ist nämlich in Wirklichkeit ein Golfschlägerpräser. Weil, Sie wissen ja, Golf wird immer beliebter und diese Leute, die Golf spielen, die sind auch modisch sehr bewusst. Und es will natürlich, normalerweise haben sie immer so Lederdinger drüber, aber das will ja nicht jeder. Und es soll ja auch die Jugend spielen und für die jüngeren Leute ist eben der Elefant gedacht. Es gibt auch andere Tiere. Auf jeden Fall, das ist der neueste Schrei auf dem Golfplatz. Und es ist echt wahr. Vielen Dank, Cleo. Ja, nun sind wir wieder alle sehr gespannt und alle rätseln, was kann das wohl sein? Wahlkampfpuppe oder so. Also ich würde sagen, wir stimmen ganz ruckartig ab, weil Sie wollen sich bestimmt auch entscheiden und Sie wollen wissen, was richtig ist. Also, wer der Meinung ist, wie auch Cleo der Meinung ist, dass das also so präsermäßig, also für den Golfschläger eben Schutz zu benutzen ist, der drücke jetzt bitte seinen Knopf. Dankeschön. Danke sehr. Lotti meinte, dass man damit Babyflaschen warm halten kann. Ich finde das sehr vernünftig. Ja. Man kann danach mit dem Baby noch ein bisschen rumspielen. Wie war das? Dei, dei, dei oder nein, ähnlich? Nein, 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 nein. Wer der Meinung ist, dass man damit nein, nein, nein machen kann, der drückt jetzt bitte seinen Knopf. Alle gedrückt. Dankeschön. Ron Williams sagte, dass man den Wahlkampf damit gewinnen kann, unter Umständen sogar. Weiß man ja nicht. Und ja, wer der Meinung ist, dass das eine Wahlkampfpuppe ist, ein origineller Einfall für den Wahlkampf, der drückt bitte jetzt seinen Knopf. Steh schon wieder. So, ja, jetzt wird's spannend. Wir werden jetzt also gleich unsere Zahlen sehen, unsere Prozente sehen. Die Säulen steigen wieder. Das ist immer ganz aufregend für unsere Computerfachleute auch hier hinter der Bühne. Ja,
Aha, Warmhalter für Flaschen wird sich hier langsam etablieren. 53% hier im Saal sind der Meinung, dass man mit diesem Ding Babyflaschen warm halten kann. Das ist erstmal ganz vernünftig. 27% meinen, dass man es als Wahlkampfpuppe benutzen kann. Und 20% meinen, dass man damit Golfschläger bei Laune hält, gegen schützt, gegen was. So, jetzt bitte ich also die Punkte mal nach oben auf die Sammelpunkte. Ja. Und jetzt muss ich noch erklären, also Cleo hat 25 von Ihnen dazu bekommen, bedankt sich nochmal recht herzlich. Und jetzt sind wir also praktisch wieder, danke, auf dem aktuellen Stand. Jetzt müssten wir es eigentlich auflösen. Ja, so. Ja, ja. Ja. Was jetzt ist es denn? Alle sehr enttäuscht. Was ist es denn eigentlich nur, ich finde, also derjenige oder diejenige, die die Wahrheit gesagt hat, sollte das selbst machen. Also ganz ehrlich gesagt, ich hätte auch geglaubt, dass es für die Babyflaschen ist. Es ist einfach verrückt, so ein Ding über den Golfschläger drüber zu ziehen. Es ist ein Golfschlägerschützer, es ist wirklich wahr. Die Leute, die gesagt haben, dass ein Golfschläger ist. So. Lotti ist ganz vorne im Spielstand, dicht gefolgt von Run und Cleo, müssen wir nochmal unterstützen und ich möchte wetten, dass Sie das sehr gerne tun. Ich möchte jetzt, es geht wieder um einen komischen Gegenstand, um einen besonderen Gegenstand und wir zeigen Ihnen wieder jetzt einen Film. Schauen Sie sich den ganz aufmerksam an, weil danach werde ich Sie natürlich dazu befragen. Bitte sehr. Guten Tag, kann ich Ihnen mal eine Frage stellen, kurz? Ja, ja? Stellen Sie. Wir probieren ein neues Sportgerät aus. Würden Sie uns dabei behilflich sein? Ein Sport, ich bin also ziemlich unsportlich. Müsste man sich umschnallen. Würden Sie das machen? Umschnallen? Ja. Ach, das regt mich nicht so auf. Nee, weil ich so unsportlich bin. Aha, gut, danke. Tschüss. Nee. Nein, danke. Gut, trotzdem, schönen Dank, ja? Für was ist denn das? Was macht man damit? Was soll man, muss man sich um den Bauch schnallen oder? Machen Sie mir das mal vor. Ich ja, halte wenn Sie das. Wollen. Würden Sie da uns behilflich sein dabei? Na ja, also muss man sich um den Bauch schnallen? Na ja, danke, das ist mir nichts. Gut. Gut, danke. Wie lange dauert das? Ich habe nicht sehr lange Zeit. Ja, allzu lange dauert es nicht. Muss man sich um den Bauch schnallen? Ach nee, danke. Also man muss den Ball jetzt so bewegen. Ach, bitte ohne die Hände. Das macht man nicht alles. Schafft ihr das? Das ist eine tolle Bewegung. Oh, gut. Wunderbar. Guten Tag, darf ich eine Frage stellen? Stop. So, an dieser Stelle, ja. Ich werde es weiter sagen. Danke für den Applaus. Ich sage es weiter für alle, die so toll diesen gemacht haben hier. Jetzt geht es aber nicht darum, dass ich von Ihnen wissen möchte, was das Ding hier ist, sondern ich möchte jetzt in dem Falle mal etwas ganz anderes wissen. Ich möchte von Ihnen wissen, ob der dieses Ding sich umbindet und das macht, mit mir diesen Spaß mitmacht oder ob er das nicht macht. Das ist auch eine interessante Frage, nicht? Mhm. Denken Sie mal drüber nach. Ob der vom Typ her, schauen Sie sich den ganz genau an, macht das oder macht das nicht? Möchte ich von Ihnen wissen, wer der Meinung ist, dass das macht, der müsste jetzt bitte auf seinen Knopf drücken. Das wäre also für A, würde das ausschlagen. Alles gut gedrückt? Drückt sich gut hier, ne? Ja? Kann man sich schön rumdrücken hier im Studio. Wer der Meinung ist, dass er es nicht macht, dass er einfach so an mir vorbeigeht oder sowas, gibt es ja auch. Solche Menschen dürfen auch nicht böse sein. Daher drückt bitte jetzt auf seinen Knopf. Wer der Meinung ist, er macht es nicht, drückt bitte jetzt. So, alles gedrückt, alles klar, alles gewertet. Jetzt schauen wir uns aber gleich die Auflösung an. Ich bin gespannt. Ja, bitte, fangen Sie an. Wir testen ein Sportgerät. Und wir wollten fragen, ob Sie uns dabei behilflich sein würden. Ja, wer sind Sie? Wir sind von Radio Bremen. Mein Name ist Lippert. Ja, bitte, was kann ich das tun? Das müsste man sich um den Bauch schnallen. Würden Sie das machen? Nee, ist mir zu albern. Ist mir zu albern, gut, danke, tschüss. Er macht nicht. Sowas soll es geben, war ihm zu albern, damit müssen wir leben, aber ist ja auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall hatte er einen Gang, von dem ich angenommen habe, dass er es machen würde. Aber ist, wie gesagt, ne? Ja. Jetzt wollen wir mal langsam zur Abstimmung kommen. Wer war denn nun dafür und wer meinte denn nun, dass er es nicht macht oder wer meinte denn nun, dass er es macht? Das ist ja ganz spannend, bis jetzt noch fast gleich, aber ich sehe schon, dass das wohl nicht 25 Punkte für liebe Cleo bringen wird. Nein. Oh, Sie kriegen ein paar bitte Punkte mal die Zahlen nach oben, nur mal so interessenhalber. Ja, also 29% waren der Meinung,
er tut's nicht. Und das war ein bisschen zu wenig. Können wir leider also die Zusatzpunkte nicht geben. Und jetzt sind wir schon am Schluss unserer Sendung. Jetzt kommen wir also praktisch richtig. Jetzt wird's spannend. Gewinner des heutigen Abends ist Lotti Krekel. Ein riesenhafter Applaus für diese Frau. Entschuldigung, ein bisschen. Ja, ich gratuliere. Wunderbar. Genau, genau. Ich verspreche auch, es soll nie wieder vorkommen. Ja, es ist wieder an dieser Stelle erstmal Glückwunsch, auch von mir. Und jetzt an dieser Stelle ist wieder Elektronik im Schwange, weil wir immer nur Elektronik machen und so. Jetzt haben wir also 151 Punkte und wir haben uns das so gedacht, damit da irgendwie Geld rauskommt, multiplizieren wir das mit 10. Und das mache ich jetzt mal. Brauchst du dafür das Ding? 151. 1510, ist klar, ne? Mal 10. Stör hey, mich jetzt bitte mal nicht. Lotti, du hast recht. Ja. 1510. Lotti kann gut rechnen, ne? Und das wäre jetzt das Geld. Lotti hat 1510 Mark gewonnen und wir haben uns das hier so zum Prinzip gemacht, dass die prominenten Gäste, meine prominenten Gäste, ihren Gewinn nicht mit nach Hause nehmen einfach, sondern immer irgendeinem guten Zweck stiften. Ich finde das toll. Und Lotti kann den Zweck natürlich auch selber bestimmen. Wo geht das Geld hin, Lotti? Also ich liebe Kinder und ich möchte das Geld stiften für die Kinderhilfe Philippinen. Es ist ein kleines Dorf und die sind ganz auf sich gestellt und helfen eben Waisenkindern und behinderten Kindern. Und am Anfang kriegen sie ja alle immer viel Geld, aber nachher, wenn es nicht mehr so viel in der Zeitung steht, dann denkt keiner mehr, dass die Kinder ja weiterleben müssen. Das wäre das. Toll. So, naja. Wir können ja uns alles noch so ein bisschen so anschauen. Guck mal, ja, diese Dinger, wenn ihr da was von haben wollt, irgendwas wegsaugen wollt, irgendwie. Das hätte ich gerne. Dann könnt ihr, guck mal, das ist für, das möchtest du gerne haben oder den hier? Nein, den das Otti? Hätte ich lieber irgendwie. Ja. Also wir wollen jetzt hier so langsam auf Wiedersehen sagen. Sie waren ein hervorragendes Publikum, es hat sehr viel Spaß gemacht. Es würde uns freuen, wenn Sie auch unsere nächste Sendung wiedersehen, die kommt nämlich auch. Und wir bedanken uns nochmal bei Ihnen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Verarschen, nein, oder was? Das ist nur ein Test. Ob ihr den durfte. Ja, irgendwie so, ja. Kannst du den mal kurz? Ja. Macht er nicht mit den Armen irgendwie noch so komisch?